Musica wird Ihnen präsentiert von Rolex. Vier Tote, nicht einmal drei Stunden. Tosca gehört zu den fesselndsten Thrillern der Operngeschichte. Puccinis Meisterwerk ist derzeit auf der Bühne der Pariser Opera Bastille zu sehen. Eine mitreißende Vorstellung mit Martina Serafin als tragische Heldin und Marcello Puente als ihr leidenschaftlicher Liebhaber Cavaradossi. Puccini ist wirklich sehr weit vorausblickend, weil er wirklich wunderbar damit umgehen kann, mit der Emotion. Es gibt so Momente, wenn er zum Beispiel sagt, aprite le porte, öffnet die Türen, dass sie hört, wie ihr Geliebter eben gefoltert wird. Und dann fängt das Orchester an, brumm, brumm, und er sagt, più forte, più forte. Und das ist ein Moment wie in einem Film. Puccini ist der König des Verismo. Verismo heißt Realismus. Er schreibt über reale Menschen, über reale Orte, über reale Kulturen. Drama, Leidenschaft, Verrat, Politik, Eifersucht, Intrigen, Folter, alles ist da, alle menschlichen Emotionen. Ich finde, sie ist eine ungeheure moderne Frau. Ich meine, sie ist sehr, sie ist sehr gläubig, aber auf der anderen Seite ist sie eine freie Frau. Sie ist nicht verheiratet, sie hat einen Liebhaber, sie lebt ihr Leben. Die Rage einer verliebten Frau mit fatalen Folgen. Tosca ermordet den teuflischen Polizeichef Scarpia, der vor nichts zurückschreckte, um sie für sich zu gewinnen. Aber ihren glühend geliebten Cavaradossi kann sie nicht retten. In der Arie E luce van le stelle und es leuchteten die Sterne ist er im Gefängnis und von Soldaten umgeben. Er ist allein, nimmt Abschied vom Leben. Puccini hat der Tosca den Schluss geschenkt. Es singt nur sie. Und wie ich es jetzt heute gemacht habe, ich muss sagen, ich hab fast geweint, weil es war einfach so stark für mich, dieses schwarze Tuch, Chiffon, der runterfällt. Das ist ganz klar, was da passiert. Nicht? Sie stirbt und dann ist sie schon auf einer anderen Ebene. Man sieht sie eben in dieses Licht gehen. Musica wurde Ihnen präsentiert von Rolex.